Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich bin der Tomcat und habe keine Sachen mehr. Außer 22 Level. Eine Diamantschaufel, eine Diamantaxt, ein paar Bratkartoffeln, Ofenkartoffeln, ein paar Fackeln und sonst nix, alles weg. Tja, ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum... Mikrofon? Warum, ich 22 Level habe, aber sonst nichts. Ganz einfach. Ich war mit Kevo. Kevo. Hallo. Mit Kevo 86 unterwegs. Und das Ergebnis war der Tod. Gesprengt. Zersprengt. Alles. Wir haben eine Pyramide gefunden, haben dort ein bisschen geplündert und irgendjemand, den ich dir eigentlich namentlich nicht nennen möchte, außer Kevo 86, ist dann halt dort auf die Platte gesprungen. Man muss ja auch sagen, wir haben vergessen, die Feuer abzumachen. Also das ist eigene Doofheit, wird bestraft, so nach dem Motto. Das Problem bei der ganzen Sache ist, wir haben zwar jetzt hier noch genug Ressourcen, allerdings, nur noch das blöde Diamantschwert und nur 22 Level. Müsste man sich überlegen, ob man Eisen nimmt und damit ein bisschen handelt. Aber der Vorteil ist, wir haben noch den Steinfresser, weil den hatte ich nicht dabei, und die Sanfthand. Und immer noch eine Diamantspitzhacke mit Glück, Effizienz und Haltbarkeit. Also ähnlich wie die, nur nicht ganz so gut. Darum können wir die eigentlich nehmen und mitnehmen. Wenn die kaputt geht, ist ja egal. Ja, mal ein bisschen das Bärtchen kratzen. Ja, in den letzten Tagen, ein paar Hähnchen, oh Gott, was haben wir denn hier alles? In den letzten Tagen war es ein bisschen stressig hier bei mir im wunderschönen Zuhause. Denn es war so, dass es neue Möbel gab im Arbeitszimmer und... Naja... Wie das halt so ist, dann geht halt mal eins über den anderen und ja. Okay. Ja, so ist das halt. Das, was wir machen könnten, ist mal ein bisschen Kohle. Wollen wir Kohle? Wollen wir einfach mal drei Stack Kohle? Einfach hoch. Dann kann ich weiter erzählen und immerhin noch was machen. Guckst du, ne? Idiot, ey. Ja, ein bisschen hier weitergebaut hatte ich dann danach, weil ich so verärgert war. Ja, ansonsten, das habe ich fertig gebaut. Er dreht im Kreis. Hier sind nur Bekloppte. Das wird nicht keine Pension, das wird eine Irrenanstalt oder so. Wie das aussieht, geil. Finde ich cool. Ja, unseren Eisengolem gibt's noch, Gott sei Dank. Ding. Dreht euch mal einen Kreis, Freunde. Ja, ich habe jetzt überall ein paar Felder noch gemacht. Da vorne habe ich jetzt noch... Oh, mein Fadenkreuz jetzt ist, habe ich Kartoffeln angepflanzt. Ah, jetzt ist er weg, oder was? Und der dreht da fröhlich weiter. Habe ich Kartoffeln angepflanzt. Vielleicht machen die Dorfbewohner ja... eine Party oder so. Huch, keine Kohle mehr, okay. Ja, ansonsten, was gibt's noch? Sonst hat sie nicht viel getan. Wie gesagt, wir waren halt Stunden in der Höhle. Ich habe auch noch eine Aufnahme von gut 2 Stunden, wo wir in der Höhle waren und eine Menge Ressourcen gefarmt haben. Ja, das ist so ärgerlich, ey. Ich hatte so viele Sachen dabei. Eisen, Kohle, die Diamanten glaube ich sogar gar nicht, weil ich die extra zurückgelassen hatte. Aber die Höhle, die, wo wir waren, war... da ist unser Steinbruch. Da irgendwo. Naja, auf jeden Fall. Ja, der neue Arbeitstisch ist jetzt aufgebaut und die Möbel stehen. Jetzt könnte man theoretisch auch mal was mit einer Kamera machen. Weil jetzt ist im Hintergrund, also quasi hinter mir steht jetzt ein Regal. Ganz schön müde bin ich jetzt. Oh, hier oben ist die Luft so eng, ey.
Also wenig so dicht. Wie nennt man das? Dicht? Dicht, nicht dicht. Hier oben ist die Luft so stickig. Tja, und das nächste, was jetzt kommt, nachdem das Arbeitszimmer jetzt hier. Was? Was? What? So hoch sind wir schon. Hallo. Guck mal, es wird voll hell, wenn ich runtergucke. Okay, 256. Das heißt, wir können jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Und 5 wieder hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ist ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Hast du gewonnen, Junge. Dann buddeln wir uns runter. Mal gucken, wie viel Kohle wir dabei rauskriegen. Und das werden wir einfach verhandeln. Aber ich muss vorher einen Schluck trinken. Dum, 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 dum. Ist das überhaupt mit Glück? Das ist jetzt gerade die Frage. Könnte dauern, bis wir unten ankommen. Ja, ansonsten gibt's, was gibt's Neuigkeiten? Nichts großartig, ne? Außer, dass ich jetzt halt das Klackern meiner Grafikkarte immer höre, weshalb ich unbedingt bald eine neue brauche. Und ja, vielleicht werde ich mal ein Video machen. Nein, werde ich nicht. Nein, brauche ich nicht. Noch nicht. Guckt ja her. Nicht die Welt zu, von daher lohnt sich das noch nicht, der Aufwand. Was wollte ich sagen? Ja, ich werde wahrscheinlich das Lager weiterbauen. Also es muss ja eingerichtet werden und das alte, also das da, muss geleert werden, damit da in das große neue Lager Sachen rein können. Und er tanzt im... Nu. Tanzen hier beide fröhlich vor sich hin. Den beiden werden wir gleich mal eine Lektion verpassen. Ja, wie gesagt, ich werde das Lager weiterbauen, beziehungsweise... doch. Kisten brauche ich. So, wir haben jetzt 3 Stack verbaut und haben bekommen... Ja, 3,5, ne? Das sind so gut 110% oder so. Damit können wir auf jeden Fall was anfangen. Hallo, Freund, geh mal... Ja. Hier bist du reingegangen, ne? Da brauchst du dich gar nicht schämen. Ja, du willst bestimmt Kohle, ne? Aha. 3 Smaragd hat uns dafür gegeben. Du hast mich doch gerade beobachtet. Was hat er da für ein Angebot? Ein Eisenhelm. Sieben Eisen für einen Smaragd. Nee, 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 nee. Im Bus schon eine 3 habe ich nur. 3 Diamanten für ein... ich glaube, es hackt. Schutz, Kettenstiefel... Kettenhose, Kettenhaube. Ach, das sind die Trommeln. Ja, was denn? Ich hab nur 3, mein Freund. Mhm. Ja, ich hab mir... Ja, dann geh doch. Boot oder Waffenschmied. Was bist du für einer? Der Fischer. Fisherman's Friend. Hier, nimm, 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 nimm. Noch mehr? Alter Schluckspecht. Ja. Ja, ich habe jetzt hier mein altes Mauspad wieder. Das heißt, es ruckelt immer. Also, es ist stockend. Ist nicht so das ideale Mauspad, aber es ist halt gerade schön groß. Eine Angel mit Haltbarkeit für 7. Hm. Tja, klingt ja nicht schlecht, aber nicht so meins. Was hast du so im Angebot? Nee, lass mal stecken. Was hast du für einen Trieb? Fischer, ich hatte dich doch. Gerade oder nicht? Noch mehr? Alter Falter. Ja, ich wollte gerade sagen, mehr habe ich auch nicht. Und die erste Nacht bricht an.
Eigentlich musst du mal ein neues Angebot, oder Junge? Du kannst ja auch rauskommen. Wird nämlich dunkel. Ja, und so schnell ist man 26. 4 Letten. Ja gut, ja, natürlich Kohle. Okay, verstehe. Hm. Gehen wir trotzdem erstmal pennen für heute. Die maximale Bauhöhe beträgt 256 Blöcke. Eigentlich müssen wir es auch ändern können, oder? Ach ja, guten Morgen. Ja, so und so. Und so und so und so und Kivo, du musst vorbeikommen, wir brauchen Kohle. Die Stufen können mit und die Truhen können mit und... Es ist schon demotivierend, wenn man sowas sieht. Fichtenholz, Fichte, Eiche, Eiche können wir mitnehmen, Eiche. Nehmen wir die Eiche auch mit und auch die Truhen können wir mit, die Eichenbretter und die können wir eigentlich brennen, ne? 16, das heißt 2, ne? So, ach ja, wir brauchen einen Truhen. Oh nein, jetzt habe ich... Oh. Jetzt habe ich Stufen gebaut. Oh nein. Nein, Stufen. Dum, 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 dum. Die Eichenbretter. Oh Gott, ich wollte das gerade nicht, ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich habe hier jetzt einen ziehen lassen oder so. Das war draußen, die Schulkinder. 40, 52 Truhen. Wird das reichen? Wohl kaum, ne? Tja, da muss eins her. Super Mario. Zack, und dann müsste das jetzt aber aufgehen und so. Truhen, jetzt haben wir 64. Boah. Ach, doch, es gibt eine Neuigkeit und... Ach nee, das wisst ihr schon, oder? Dass ich angefangen habe, das Silo zu bauen. Naja, auf jeden Fall habe ich, na, ich hab schon wieder der Bart. Meine Fresse, ey. Muss mich nicht rasieren. Auf jeden Fall habe ich angefangen, das Silo zu bauen. Also die Silos. Hier müsste noch der Weg dann hin. Und eins habe ich schon fertig gebaut. Und das Geniale an dem... zwei, das sieht man schon. Und zwar sind die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Redstone-Lampen. Ja, die Lampen sind an Kompensator angeschlossen und dieser Kompensator ist an einer Kiste angeschlossen. Und das heißt, pro Lampe, die leuchtet, ist eine Kiste befüllt. Das heißt, wir haben jetzt hier, also wenn wir hier Sachen reinschmeißen würden, würde das hier blub hoch und in das Silo-System rein und würde hier rauskommen. Ja, also wenn wir jetzt hier nehmen, kommen die direkt nach. Die 6 müssen wir natürlich wieder reinpacken. Angeschmissen. Und die fließen natürlich nach. Es klackert halt, weil das System innen drin kurz leer ist, aber dann geht's. Und das bedeutet, alles was wir hier reinschmeißen, geht dort rein. Na, ich zeig's euch einfach mal. Also das ist ja hier das leere System für Cobblestone. So. Vielleicht ist es nicht optimal gebaut, das weiß ich nicht. Es ist so gebaut, dass es funktioniert. Also. Hier ist unsere Eingabetruhe. Da schmeißen wir was rein, das läuft dann hier durch. Gluck, 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 gluck. Und geht dann hier rein. In den... Genau, in den... wie heißt der in der Deutsch? Genau, in den Werfer. Auf jeden Fall geht der hier rein und packt die dann immer weiter hoch. Ja, das geht dann halt hier bis nach oben und da oben ist eine Kiste, die wird befüllt.
Und von dort aus werden dann halt, die Kiste ist dort, ja, ist ja klar, muss ja hier, hier drüber sein. Und von dort aus geht es dann rüber in den und der befüllt dann da oben die oberste Kiste. Wenn die voll ist, geht das ganze System, okay, warte, das machen wir so. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zack. Dann werden natürlich noch die ganzen Trichter befüllt, bevor die voll sind. Das sieht man hier. Ja. Das müssen wir mal gucken. Ja, ich mache das mal als Beispiel. Ich nehme die jetzt hier mal raus. Das wird die zweite Truhe gewesen. Und jetzt müsste theoretisch die zweite Lampe natürlich leer sein. Tada, ist dunkel. Ja, und jetzt schmeißen wir die Erde halt hier wieder rein. Das System wird angeschmissen und zack, befüllt es die zweite Truhe. Ja, so hat man auf jeden Fall dann, na, ich merke gerade, mein Bett ist auch explodiert. Oh, scheiße, ey. Und meine gute Schaufel auch. Naja, auf jeden Fall, so hat man dann halt immer Vorrat. Gerade Erde und Cobblestone sind halt solche Steine, die Sachen, die man in so einem Lager nicht so gut unterbringen kann. Ein schönes Schwert, ey. Es war so gut. Es hatte Rückstoß und Bann und oh. Ja. So, genau. Wir wollten hier das Regalsystem weiterbauen. Lass mal gucken, ob hier irgendwo ein böser Wicht ist. Nein, ist es nicht. Wo waren wir nicht? Wo haben wir nicht? Hier haben wir noch nichts, ne? Genau. Zack, 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 zack. Damit erstmal die Regale stehen. Hier ein böser... Oh Gott, ein Creeper. Wie kann das sein? Wo ist es denn jetzt so dunkel? Mäh. Lichtlevel hier vielleicht, oder was? Ah, 6, 7, natürlich, hier spawnen die dann. Bringt doch nichts, wenn ich da was hier mache, ne? Das ist natürlich Schiete. Müsste man immer in der Mitte was machen. Das ist ärgerlich. Na gut, denn... Tja... Wie könnte man das Problem beheben? Freunde. Freunde der Sonne. Unten ist es nicht so der Fall, ne? Hier ist immer mindestens 7. Warum? Weil hier 1, 2, 3, 4, 5. Das spawnt nichts. Oben sind es, glaube ich, 7, ne? Ja, ja, oben sind 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wir müssten quasi die Lampen... einen rausziehen, ne? Okay, das lassen wir aber erstmal so. Wir machen jetzt erstmal hier weiter und verteilen die Böden. Die Regalböden. Oh, was ist denn hier los? So, und dann hier... Oh, ist aber gerade hell geworden draußen. Ist heute bei euch auch so schönes Wetter? Muss ja, ist ja derselbe Tag. Also, bei mir ist heute Montag und bei euch auch, weil ich diese Folge heute noch rausbringen werde. Aber, das ist falsch. Wir müssen gleich zu Bett gehen, damit wir nicht von der Teppichkante fallen. Nee, was wollte ich eigentlich sagen? Die morgige Folge wird mit dem Kevo sein, vermute ich mal. Ich finde es ganz angenehm, dass immer jemand dabei ist, denn, dann hat man auch interessantere Themen und ist nicht mal so eintönig, denke ich mal. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Das müsstet ihr mir natürlich in die Kommentare schreiben. Wie natürlich alles andere auch. Immer in die Kommentare. Aber ey, Freunde,
Nicht so viel, ne? Nicht, dass sie überfüllt werden. Das ist zum Beispiel ein Vorteil daran, wenn nicht so viele Kommentare geschrieben werden. Man braucht nicht so viel beantworten. Aber gut, man macht das ja auch freiwillig, ne? Es ist ja so. Es ist ja nicht so, dass es ein Muss ist, sondern. Also doch, für euch ist es ein Muss. Ihr müsst kommentieren. Zumindest einen Daumen da lassen oder. Oder irgendwas anderes. Also, außer. Außer Monster oder sowas. Könnt ihr eigentlich alles da lassen. Spenden, was auch immer. Was ist denn hier los? Ach, ein Baum. Oh, es wird schon dunkel. Wir müssen uns beeilen. Komm, eigentlich will ich das hier noch hinkriegen. Ernsthaft? Oh ja, jetzt müssen wir uns beeilen. Schwert in die Hand und ab durchs Fenster. Auch schön bei Nacht, ne? Also. Schöner Himmel. Schöne Monster, die irgendwo spawnen. Aber nicht hier. In diesem Sinne, bis morgen. Tschüss.